Hallo und willkommen bei Prepper Fox. Wenn man das Wort Prepper hört, dann haben einige Leute sofort irgendwelche negativen Gedanken im Kopf oder sogar Vorurteile. Ich finde das irgendwie schade, dass so viele Menschen in einen gleichen Topf geschmissen werden und dann eben diese Vorurteile entstehen. Daher möchte ich heute noch einmal ein Video machen mit 10 der häufigsten Vorurteile gegen uns Prepper und meine Meinung dazu abgeben. Mehr dazu nach dem Intro. Ich bin heute wirklich sehr früh aufgestanden und hier im stockdunklen Wald heraufgeklettert, damit ich den Sonnenaufgang aufnehmen kann. Ich möchte eine Zeitrafferaufnahme machen und die habe ich euch auch kurz im Vorspann gezeigt. Ich bin hier auf einem schönen Aussichtspunkt am Matrassteig, das ist in der Nähe der Donau beim Ort Grein und hier werde ich kurzerhand mein Video filmen. Ich nehme heute auch mit dem Smartphone auf, mit der Selfie-Kamera, daher gibt es kein 4K-Video, aber ich denke, auch so ist die Qualität annehmbar und es geht ja um die Aussage des Videos und nicht um die Qualität. Da ich selber Prepper bin, lese ich mir auch sehr gerne durch, was der Mainstream-Journalismus über uns Prepper so schreibt und ich bin immer wieder erschrocken darüber, dass in fast jedem dieser Artikel oder auch in irgendwelchen Dokumentationen irgendwelche Vorurteile eingebaut sind. Und das bringt für mich viele dieser Leute einfach in Verruf und ich fühle mich auch selbst damit angegriffen, weil ich bei solchen Artikeln einfach nicht den Sinn dahinter verstehe, warum man so viele Leute in einen Topf steckt und so schlecht wegkommen lässt in der Gesellschaft. Und ich denke, dass Krisenvorsorge eine wichtige Sache ist und dass es nicht fair ist, solche Leute wirklich zu denunzieren oder wirklich sogar zu beleidigen. Und das möchte ich heute doch vielleicht noch einmal mit einem Video klarstellen und auch ein bisschen auf diese Vorurteile hinweisen und auch zeigen, was meine Sicht dazu ist. Wörter sind ja grundsätzlich neutral und haben erst eine negative Behaftung, wenn es einen Kontext dazu gibt, einen entsprechenden. Als kurzes Beispiel, bei uns in Österreich gibt es den Ausdruck, dass man ein guter Trottel ist. Ein Trottel ist eigentlich ein negatives Wort, aber in diesem Zusammenhang ist es durchaus positiv, weil ein guter Trottel jemand ist, der jedem einen Gefallen tut und kaum Nein sagen kann. Also muss ein negatives Wort nicht immer negativ sein, es kann auch einen positiven Kontext haben. Gerade das Wort Prepper hat leider sehr oft einen negativen Kontext und das finde ich einfach nicht okay, weil es auch positive Seiten an der Krisenvorsorge gibt und an uns Preppern. Ohne lange zu überlegen, fallen mir doch gleich 10 solcher Vorurteile ein. Fangen wir gleich an. Das erste Vorurteil, das ich oft höre, ist, dass Prepper militant sind. Sie hantieren mit Waffen, man liest auch immer wieder über illegalen Waffenbesitz oder ganze Waffenlager, die Prepper da irgendwo im Keller haben. Es geht auch dann um Gruppierungen, die sich militärisch organisieren und so weiter. Das ist kompletter Schwachsinn. Sicher gibt es diese Individuen, das ist klar, aber das sind Einzelfälle. Es gibt tatsächlich Leute, die wirklich militant sind und eben auch Prepper sind. Aber zum Beispiel, ich bin ein absoluter Pazifist. Ich mag Gewalt nicht, ich mag Waffen nicht. Trotzdem bin ich Prepper. Und ich denke, dass ich diese Eigenschaft mit vielen Preppern teile. Und ich bin mir auch sicher, dass zu 99% Prepper bei Waffen an die Selbstverteidigung denken und nicht an Angriff und das irgendwelchen anderen Leuten Leid zufügen. Da bin ich mir ganz sicher. Definitiv sind Waffen eine Sache, über die wir Prepper nachdenken, weil es ja auch um die Verteidigung unseres Hauses geht. Wir denken an Ausnahmesituationen und auch an Leute, die vielleicht an unsere Vorräte wollen und an den Schutz unserer Familien. Und da ist es nicht abwegig, auch an Waffen zu denken, um sich da zu verteidigen. Ich bin mir aber auch ganz sicher, dass es sehr viele Nicht-Prepper gibt, die sich mit Waffen auseinandersetzen oder Waffen auch als Verteidigung in einer Krise oder Ausnahmesituation in Betracht ziehen. Also da muss ich nicht zwangsläufig Prepper sein, dass ich mich mit Waffen beschäftige. Das bringt mich gleich zum nächsten Vorurteil und das ist, dass Prepper gewaltbereit sind. Auch das ist wieder so. Viele Menschen sind gewaltbereit und das hat nichts damit zu tun, ob man Prepper ist oder nicht. Und ich denke auch nicht, dass man nur weil man Prepper ist, mehr gewaltbereit ist als jeder andere auf diesem Planeten. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Gewaltbereitschaft ist für mich eine menschliche Eigenschaft und hat nichts damit zu tun, was ich mache. Polizisten sind auch bewaffnet und manche sind gewaltbereiter, manche sind weniger gewaltbereit. Das hat man auch in letzter Zeit oft in den Medien gesehen. Ich denke, dass es Menschen gibt, die so sind und Menschen, die so sind. Und das hat nichts damit zu tun, ob man Prepper ist oder nicht. Definitiv. Ich gehe da vielleicht sogar noch einen Schritt weiter und lehne mich etwas hinaus und würde vielleicht sogar behaupten, dass Menschen, die nicht vorsorgen und dann in einer Notsituation tatsächlich Hilfe brauchen oder eben nichts zu essen haben, nichts zu trinken, dass
diese Leute vielleicht dann doch eher noch bereit sind, Gewalt anzuwenden, damit sie nicht verhungern, nicht verdursten. Also geht von mir, vielleicht von Menschen, die nicht vorsorgen und keine Prepper sind, in diesem Sinne vielleicht sogar mehr Gefahr aus als bei Preppern, die eben gut vorbereitet sind und sich somit nicht mit Gewalt irgendwo etwas besorgen müssen. Was ich als Vorurteil leider auch oft höre, ist, dass Prepper ständig Angst haben oder ständig in Angst leben. Und auch das ist Blödsinn. Ich habe nicht jeden Tag Angst, dass die Welt untergeht. Und ich denke auch, dass die meisten Prepper so denken wie ich. Wir haben halt gewisse realistische Vorstellungen von der Zukunft. Wir gehen davon aus, dass es gewisse Risiken gibt, dass es zu Problemen kommt. Aber das heißt nicht zwangsläufig, dass wir jeden Tag Angst haben. Und es ist jetzt auch nicht unbedingt die Angst, die Triebfeder Nummer eins, damit wir das machen, sondern ich denke, dass doch Vernunft die Basis ist bei den meisten Preppern und sicher wird es auch hier wieder einige Vertreter geben, die eben Angst haben und auch aus diesem Grund heraus mit Prepping vielleicht begonnen haben. Aber grundsätzlich denke ich, dass die meisten Prepper keine Angst haben. Ganz im Gegenteil, durch unsere Vorbereitungen sind wir viel zuversichtlicher und denken wahrscheinlich auch, dass wir zukünftige Probleme leichter lösen können. Und das beruhigt auch und nimmt uns sozusagen auch die Angst. Und viele Leute wollen sich ja mit der Angst gar nicht beschäftigen vor zukünftigen Krisen. Die verdrängen das einfach und bekommen dann wahrscheinlich einiges mehr Angst, wenn es tatsächlich mal so weit kommt als wir. Auf das nächste Vorurteil bin ich erst vor einiger Zeit gestoßen und dabei ging es in einem Artikel darum, dass Prepper niemandem vertrauen, also keinem Staat, keiner Behörde, keiner Institution und keinem anderen Menschen. Und das ist einfach kompletter Schwachsinn. Ich habe zwar nur eine kleine Gruppe von Leuten, denen ich wirklich zu 100% vertraue und das ist meine Familie, aber ich habe Leute, denen ich vertraue. Und ich bin mir auch sicher, dass ich in einer Krise oder Ausnahmesituation auch unseren Institutionen bis zu einem gewissen Grad vertrauen würde und auch darauf hoffen, dass sie mir helfen, wenn ich Probleme bekomme. Dem Staat, ja, da ist es etwas schwieriger mit dem Vertrauen. Wenn man sich ansieht, was unsere Politiker mit den Ländern so machen und mit unserem Geld, dann ist es wirklich schwer, solchen Leuten auch wirklich zu vertrauen. Und dann hört man immer wieder von irgendwelchen Skandalen, dass sie dort betrogen haben, dort gelogen haben. Da ist es verständlich, dass die Leute hier kein Vertrauen zu diesen Menschen vielleicht haben oder weniger. Und das hat jetzt auch wieder nichts damit zu tun, ob ein Prepper ist oder nicht. Ich denke auch, dass viele Nicht-Prepper dem Staat nicht unbedingt vertrauen. Das ist eine normale Sache, weil eben dort auch gelogen und betrogen wird, das wissen wir. Und Gott sei Dank kommt es auch immer wieder mal an die Oberfläche, dass das so ist. Prepper sind Einzelgänger und unsozial. Auch dieses Vorurteil hört man doch auch immer wieder. Und ich denke, dass man das vielleicht auf einige einzelne Prepper auch wieder wirklich anwenden kann, aber auf den Großteil mit Sicherheit nicht. Ich bin mir ganz sicher, dass alle Prepper, die eine Familie haben, zumindest an ihre Familie denken. Und das macht die Leute dann sicher nicht unsozial. Wenn ich schon mal an andere Leute denke, dann bin ich kein Einzelgänger mehr oder Einzelkämpfer, sondern dann denke ich auch an Menschen, die ich mag und die ich liebe. Vielleicht denkt man bei manchen Vorbereitungen sogar an die Nachbarn. Auch das lese ich doch auch immer wieder, dass sich Leute Gedanken machen, wie könnte ich mich mit den Nachbarn zusammenschließen? Was könnte man tun, damit man sich gegenseitig helfen kann? Und das ist doch eine gute Sache. Prepper sind auch zum Teil in Kontakt miteinander. Also auch das macht uns nicht unsozial. Wir reden miteinander, wir tauschen Erfahrungen aus. Das sieht man auf Facebook-Gruppen und es gibt sogar Prepper, die damit an die Öffentlichkeit gehen und darüber Videos machen im Internet. Es ist ja auch so, dass ich sowieso ein hilfsbereiter und freundlicher Mensch bin und ich verstehe nicht, warum sich das in einer Krise groß ändern sollte. Wahrscheinlich werden durch die Umstände sich einige Dinge ändern in meiner Verhaltensweise, das ist schon richtig, aber wenn ich ein freundlicher und hilfsbereiter Mensch bin, dann bleibt das auch so in einer großen Krise. Ich kann sicher nicht jedem helfen, das ist mir klar, aber dort, wo mein Wirkungsbereich ist, würde ich meine Hilfe durchaus auch anwenden, wenn ich kann.
Vor einiger Zeit habe ich mal einen Artikel gelesen, da hat der Journalist geschrieben, dass Prepper mit der Gesellschaft nicht zurechtkommen oder einfach Menschen nicht mögen, mit anderen Menschen nicht zurechtkommen. Und daher wünschen wir uns, dass die Gesellschaft und unsere Strukturen zusammenbrechen, damit wir die Weltherrschaft übernehmen können. Oder ich weiß nicht, was der Hintergedanke dieses Typen bei diesem Artikel war. Ich kann euch beruhigen, ich bin zwar Prepper, aber ich strebe nicht die Weltherrschaft an und ich habe auch absolut kein Problem mit unserer Gesellschaft. Ich fühle mich wohl, mir geht es gut und ich bin auch dankbar dafür, dass wir Arbeit haben, dass wir ein Dach über den Kopf haben, dass wir etwas zu essen haben, dass es uns gut geht. Und das schätze ich so, dass ich mir sicher nicht wünsche, dass sich das in nächster Zeit ändert. Ich weiß nicht, wie viele Leute es auf der Welt gibt, die wirklich als Prepper so denken, dass sie eben mit der Gesellschaft nicht zurechtkommen und sich den Zusammenbruch wünschen. Das werden nicht viele sein. Und dass man da gleich eben wieder alle Prepper in diesen Topf schmeißt, das ist, ja, diese Artikel gehören aus meiner Sicht verboten. Es gibt auch manchmal die Behauptung, dass Prepper nur Prepper sind, damit sie mit Sachen herumspielen können und auch irgendwelches Zeug kaufen, das sie dann ausprobieren oder vielleicht sogar damit Geld verdienen, dass sie in diese Nische auch geschäftlich einsteigen. Ich halte das auch für Blödsinn. Sicher beschäftige ich mich mit Ausrüstung und ich kaufe sehr gerne auch irgendetwas ein. Ich probiere Sachen aus. Ich habe eine Affinität zur Ausrüstung, das gebe ich als Prepper auch offiziell und offen hier zu. Aber es geht nicht darum, dass es nur darum geht, dass ich damit spielen kann, dass ich irgendwo ein Hobby habe, mit dem ich mich beschäftigen kann, sondern ich denke da an Krisenvorsorge. Für mich sind Prioritäten wie Wissen, Fähigkeiten, einfach Intelligenz, Flexibilität in Bezug auf Krisen weit wichtiger als Ausrüstung. Das ist eben ein Bereich, der wirklich Spaß macht und mit dem ich mich auch gerne beschäftige, aber das ist nicht der Hauptgrund, warum ich das mache. Und wenn ihr Prepper seid und ihr kommt wirklich selbst auf den Gedanken, es geht nur um die Ausrüstung und ich mache das wirklich nur, damit ich ein Messer in der Hand halten kann und irgendwo im Wald übernachten, dann ist euer Beweggrund vielleicht der falsche. Das kann schon Spaß machen und das ist auch wichtig, dass man sich mit Ausrüstung beschäftigt. Aber das kann nicht die Priorität sein für die Krisenvorsorge und schon gar nicht der Auslöser oder der Grund, warum man das macht. Eines der häufigsten Vorurteile gegen uns Prepper ist mit Sicherheit, dass wir rechtsradikal eingestellt sind oder generell politisch radikal in irgendeine Richtung gehen. Und ich weiß, da gab es einige Artikel auch in Deutschland, dass es rechtsradikale Gruppen gab, die auch in irgendeiner Weise mit Prepper verknüpft gewesen sein sollen. Ich habe aber in meiner ganzen Recherche oder in meiner Tätigkeit auch auf YouTube und mit meinem Blog noch keinen einzigen wirklich radikal eingestellten Prepper kennengelernt oder jemanden, der offen über diese Einstellung in irgendwelche politischen Richtungen spricht. Das zeigt mir schon mal, dass der Großteil der Prepper sicher auch eine politische Meinung hat. Das ist bei mir auch nicht anders, aber ich vertrete keine rechtsradikalen oder überhaupt radikale politische Richtungen und dazu stehe ich auch. Ich glaube auch, dass viele Leute den Wirkungsgrad überschätzen, den sie haben in Richtung Politik. Unsere Möglichkeiten, in der Politik mitzusprechen oder generell dort etwas zu bewegen, ist so gering, dass überhaupt der Politik aus meiner Sicht ein zu hoher Stellenwert beigemessen wird. Unterm Strich machen diese Leute dann, glaube ich, doch das, was sie wollen und diesen kleinen Beitrag, den wir mit der Wahl leisten können oder wir haben ja sowieso nicht viele Leute, aus denen wir auswählen können, die uns dann vertreten sollen. Das ist einfach ein zu hoher Stellenwert aus meiner Sicht. Also macht es für mich auch keinen Sinn, wenn ich da radikal in irgendeine Richtung gehe und irgendwelche Sachen vertrete. In einem Artikel habe ich auch gelesen, dass Prepper gut vernetzte Systemgegner sind oder überhaupt eine gut vernetzte Struktur besitzen. Und davon wüsste ich eigentlich nichts. Ich weiß nicht, wo man da ansuchen kann als Prepper, dass man in irgendein Netzwerk kommt, das gut organisiert ist, vielleicht noch bewaffnet ist und gut aufgestellt ist und dann gegen das System kämpfen kann.
ich weiß nicht, wo Journalisten diese Informationen hernehmen. Vielleicht hängt das auch wieder mit diesem Artikel zusammen in Deutschland, der eben da berichtet hat von irgendwelchen bewaffneten Gruppen, wo vielleicht auch ein Prepper dabei war oder die eben irgendwelche Verbindungen zu Prepper-Gruppen hatten. Aber das eine hat für mich mit dem anderen wahrscheinlich gar nichts zu tun. Und gut vernetzte Gruppen arbeiten meistens auch im Geheimen. Wenn das so wäre, dann würde es wahrscheinlich keinen einzigen Prepper-Kanal hier auf YouTube geben oder auch keine Blogs oder keine Facebook-Gruppen, sondern dann würden wir irgendwo als Geheimorganisation irgendwo agieren. Und soweit ich das sehe, machen das eher andere Gruppen, die mit Prepping eher weniger zu tun haben. Ich werde hier nicht näher ins Detail gehen, aber ich denke, man weiß schon, wo Geheimgesellschaften zu finden sind und was die so machen im Hintergrund. Was ich auch schon mal gelesen habe, ist, dass Prepper absolute Patrioten sind und ausländerfeindlich. Das läuft jetzt auch in dieselbe Schiene, dass sie eben rechtsradikal sind zum Teil. Fangen wir mal mit Patriotismus an. Ich habe Patriotismus noch nie wirklich verstanden. Lass mich das kurz erklären. Ich bin Österreicher und ich bin schon stolz drauf, dass ich in so einem schönen Land wohnen darf und ich mag unser Land grundsätzlich. Aber Stolz ist eine gefährliche Eigenschaft und das kann oft in negative Richtungen laufen. Für mich ist eine Sache wichtiger als mein Stolz gegenüber meines Landes, das ist Respekt. Wenn irgendwelche Leute auf mich zukommen, auch Ausländer, und mich menschlich und respektvoll behandeln, dann werden sie von mir ganz genau die gleiche Reaktion bekommen. Wenn mich jemand nicht respektvoll behandelt, dann ist mir vollkommen egal, ob das ein Deutscher ist, ein Österreicher, ein Amerikaner, ein Türke, ein was weiß ich was, dann wird er auch nicht meinen Respekt bekommen. Und ich glaube, dass wir in Europa nicht unbedingt ein Ausländerproblem haben oder ein Migrantenproblem, sondern wir haben ein Respektsproblem. Wir respektieren uns gegenseitig nicht, wir werden von Ausländern nicht respektiert, wir respektieren die Ausländer nicht und das führt immer zu Problemen. Wenn wir als Menschen versuchen würden, alle miteinander respektvoll umzugehen, dann haben wir, glaube ich, mit Rassismus absolut kein Problem und auch mit Ausländerfeindlichkeit. Es geht nur um den Respekt. Ich befürchte leider, dass es noch viel mehr Vorurteile gegen uns Prepper gibt und wenn euch da noch ein paar einfallen würden, dann schreibt sie mir unten bitte in die Kommentare. Ich finde es aber grundsätzlich gut, dass es uns Prepper gibt. Das ist einfach ein Zeichen der Zeit. Dinge verändern sich und viele Leute halten mittlerweile Krisenvorsorge auch für eine sinnvolle Sache und drücken die Prepper nicht unbedingt auch in diese Kategorien oder in diese Schubladen, die ich heute genannt habe. Wir sind ganz normale Menschen. In meinem Fall kann ich euch nur versichern, dass mich kein einziges dieser Vorurteile wirklich betrifft. Und ich sorge einfach dafür, dass ich in zukünftigen Krisen besser zurechtkomme. Und das sollte aus meiner Sicht jeder irgendwie machen. Diese Einzelvertreter, die eben in diese Gruppen fallen, wird es immer geben. Aber das müssen nicht unbedingt Prepper sein. Ich glaube, dass diese Vorurteile zum Teil ganz gut oder vielleicht sogar mehr auf andere Leute passen, die nicht Prepper sind. Damit bin ich schon wieder am Ende des heutigen Videos. Ich hoffe, es hat ein bisschen dazu beigetragen, dass vielleicht gewisse Vorurteile anders gesehen werden von euch da draußen. Ich werde mir jetzt den Sonnenaufgang da noch in Ruhe anschauen und dann nach Hause fahren und dieses Video schneiden. Wenn ihr eine Meinung zu den heutigen Vorurteilen habt, dann schreibt mir diese bitte unten in die Videokommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben hier lasst. Ihr könnt das Video selbstverständlich auch gerne teilen auf Facebook, Instagram, wo auch immer. Und nicht vergessen, mit einem Abo unterstützt ihr meinen Kanal. Das war's für heute. Bis zum nächsten Video. Euer Prepper Fox.